Ein Weltstar schmückt uns heute. Und das kommt ja selbst bei das nicht alle Tage vor. Die Opernbühnen dieser Welt reißen sich um ihn. Wo immer er auftritt, wird er gefeiert. 6-mal hat er schon den Echo Klassik bekommen. Bambi, Bundesverdienstkreuz und viele Auszeichnungen mehr pflastern seinen Weg. Morgen muss er zum nächsten Auftritt nach New York. Aber jetzt ist er erstmal hier auf dem roten Sofa. Startenor Jonas Kaufmann. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, hallo. Die neueste Auszeichnung, habe ich gelesen, ist ja, dass Sie zum österreichischen Kammersänger ernannt wurden. Was genau verbirgt sich dahinter? Naja, das ist ein alter Titel, der sich erhalten hat, also eigentlich aus der Kaiserzeit. Es gibt auch einen in Deutschland Kammersängertitel, also ich bin auch bayerischer Kammersänger zum Beispiel. Man wird auch in Berlin oder in Hamburg zum Kammersänger ernannt oder eben Kammerschauspieler, das sind diese beiden. Das hat nichts mit der Dachkammer zu tun, also dass der nur im Kleinen auftritt, sondern es ist halt, ich weiß es auch nicht, ob das, gab auch keinen Verband, die Kammer sozusagen der Sänger, in der man dann Mitglied sein musste. Es ist ein Ehrentitel. Der kostet nichts, der bringt auch nichts. Den kann man sich auf die Garderobe schreiben. Muss man denn dafür die österreichische Staatsangehörigkeit haben? Nein, muss man nicht. Das heißt, Sie leben, ich lebe in Österreich, aber ich habe auch die Österreicher. Ach so. Aber das war jetzt nicht sozusagen die Conditio sine qua non. Also ich musste nicht Österreicher werden, um österreichischer Kammersänger werden zu können. Also die Liste der österreichischen Kammersänger ist sehr lang, gerade in Wien. Es gibt ganz wenige außerhalb Wiens. Gerade vor 3 Jahren ist einer in Salzburg ernannt worden, den ich auch seit vielen, vielen Jahren kenne. Und das war die große Ausnahme, weil normalerweise nur der Wiener Staatsoper das zusteht, das zu benennen. Verstehe. Und die österreichische Staatsangehörigkeit zu bekommen, ist das ähnlich kompliziert, wie das in Deutschland ist? Ja, grundsätzlich schon. Also ich habe sozusagen den Shortcut gewählt. Ich bin seit vielen Jahren immer mal wieder darauf angesprochen worden. Man kann die Staatsbürgerschaft auch ehrenhalber verliehen bekommen. Ah. Und wenn man sich besonders um den Staat Österreich verdient macht und Österreich vielleicht das Gefühl hat, dass man, wenn man Österreicher ist, das noch mehr tut. Und das war offenbar bei mir der Fall. Und so wurde ich zum Österreicher ernannt, in dem Fall vom Salzburger Landeshauptmann, der mir den Titel verliehen hat oder eben die Staatsbürgerschaft. Meine Frau durfte, über die wurde das miterstreckt, so nennt sich das im Amtsschimmeldeutsch. Die musste allerdings Tests machen. Wir haben eine sehr schöne lange Korrespondenz über die Tatsache, dass sie doch bitte keinen Deutschtest machen muss, weil sie seit 2000 in Wien lebt, weil sie dort studiert hat, ihren Magister gemacht hat und hat gesagt, ich könnte Ihnen meine Magisterarbeit schicken, vielleicht hilft das, dass Sie verstehen, dass der Teil nicht notwendig ist, aber sie musste den sogenannten Staatsbürgerschaftstest machen. Das bedeutet, da werden Fragen gestellt nach der Dollfuss-Regierung, was für eine Statue steht auf dem Platz vor dem Kunsthistorischen Museum und auch Fragen zum Verständnis der Demokratie, also wer darf alles wählen, ab wann darf man wählen und welche Aufgaben haben Politiker und so. Also sie war ziemlich aufgeregt. Ja. Ich habe nur darüber gelacht, aber ich habe dann hinterher die Fragen von ihr gesagt bekommen und gedacht, yes, das ist die eine oder andere, muss ich sagen, hätte mich auch sicherlich in Zweifel gebracht. Also ist das aber ein bisschen ungerecht, dass Sie das nicht mussten und sie musste das. Das ist wohl wahr. Also ich hätte mich vielleicht freiwillig melden können, dass ich es auch mache und ich habe es nicht getan. Jonas Kaufmann, wann waren Sie das letzte Mal auf einer Demo? Oh, wow. Interessante Frage. Das ist sehr, 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 sehr lange her. Ich fürchte, das sind noch Studentenzeiten, in denen ich auf Demos gegangen bin. Ich habe ein paar Mal überlegt, es zu tun, aber also das Problem ist vielleicht falsch gesagt, aber es ist natürlich so, dass man, wenn man da als in Anführungszeichen B-Promi kommt, natürlich entsprechend anders behandelt wird und auch anders sozusagen dann wahrgenommen wird und dann wahrscheinlich mit sehr viel Fragen bombardiert wird. Wenn man einfach nur mitlaufen könnte, würde ich es gerne tun. Aber ja, anonym, so in der Masse. Ist wahrscheinlich nicht einfach. Und Ihre Kinder, also die sind ja schon erwachsen, aber sind die auch mal, haben die sich engagiert für Fridays for Future? Sind die da mal mitgekommen? Ja, es gibt auch heftige Diskussionen, das ist keine Frage. Das war natürlich jetzt bei den mittleren Kindern zum Beispiel, das war noch während der Schulzeit der Anfang, dementsprechend
dementsprechend war das natürlich auch ein willkommener Anlass, freitags eben nicht in die Schule zu gehen. Ist ja klar, dass man da hingehen muss. Und wenn man dann so ein bisschen näher fragt und ich will Sie jetzt nicht zu sehr verraten, aber sagen wir, so viel vom Hintergrund hatten Sie dann doch nicht mitbekommen. Aber das mit der freien Schule, das war eigentlich das Wichtigste. Nein, aber ich habe eine Tochter, die ist 25 und die ist sehr, sehr engagiert. Also die ist auch Vegetarierin aus Überzeugung, einfach weil sie sagt, dass wir können so nicht weiterleben, und hat viele, viele andere Sachen, wäscht nur alles mit Waschnüssen und so weiter. Also Die ist ganz, ganz toll. Das ist sozusagen mein grünes Gewissen. Ich kenne das so ein bisschen, das ist meine Kinder auch in dem Alter. Aber es ist gut, es rüttelt einen auf und es gibt immer Diskussionen und es regt zum Nachdenken an. Das finde ich gut. Einer der besten Tenöre der Welt, Jonas Kaufmann, ist zu Gast. Janice D'Souza stellt ihn vor. Diese Stimme, diese Präsenz, diese Leidenschaft, sie machen Jonas Kaufmann zum derzeit begehrtesten Tenor der Welt. Ob italienische oder deutsche Oper. Ob Wiener Lied. Oder neuerdings Filmmusik, wo er singt, da bleibt kein Auge trocken. Seine Stimme berührt Millionen. Es ist ein Instrument, was ich nicht zu Hause lassen kann. Na, dann ist ja gut. Jonas Kaufmann. Sehr gut. Zum Glück ist das Instrument dabei, aber das Instrument war ja angeschlagen. Sie hatten ja Stimmprobleme. Was war los? Das stimmt. Also das Instrument selber nicht. Also gut, das Ganze ist ja vielleicht das Instrument, also der Körper. Der Stimme selber ist es gut gegangen, aber ich hatte seit meiner vierten Corona-Infektion Ende letzten Jahres Schwierigkeiten mit der Atmung und immer wieder Verschleimung der Lunge, und zwar ganz massiv, teilweise wirklich so, dass es sich fast wie Multiple Sklerose von den Dimensionen jetzt des Schleims angefühlt hat. Und ich habe mehrere Pausen gemacht, habe gewartet und gedacht, bin ins Meer gefahren, all diese Tipps, die man sozusagen sagt, mach mal langsam. Hat alles nicht funktioniert, und irgendwann hat man so einen multiresistenten Keim in der Lunge gefunden, der offensichtlich das Problem war. Und der ist mit sehr starken Antibiotika über lange Zeit, fast 4 Wochen, bekämpft worden und auch erfolgreich bekämpft worden. Also er ist nicht mehr nachweisbar gewesen danach. Natürlich sind die Folgen offensichtlich für den Körper, was das Antibiotikum betrifft, dass eben alles, das ganze Immunsystem, alles erstmal da niederlegt. Aber vor allem gab es bei diesem Speziellen, das auch in Deutschland nur noch sehr vereinzelt verabreicht wird, was aber eben speziell für diesen Keim als einziges wirkt. Starke Nebenwirkungen, also ich kann es vielleicht mit Rheuma beschreiben. Also ich habe wirklich alle Gelenke, alle Muskeln, alles hat geschmerzt, als ob man viel zu viel gearbeitet hätte oder einen Marathon gelaufen wäre und es nicht gewohnt ist. Und das hat sehr lange gedauert jetzt, also sehr lange, wir sind jetzt 6-7 Wochen nach dem Ende der Therapie. Und so langsam fühle ich mich wieder normal, habe immer noch gerade in den Extremitäten, in den Fingern, in den Zehen immer noch so ein bisschen Zwicken und Zwacken. Aber ich bin wieder da und es ist alles wieder gut und es ist Gott sei Dank auch mit der Lunge jetzt vorbei. Also, und das war das, was mich sozusagen bei der Stange hat halten lassen. Am Tag 3 oder 4 der Therapie habe ich plötzlich gesagt, ich bin ja wach. Ich kann ja, also man atmet, ohne permanent sich zu räuspern oder zu husten. Wenn man sich nur ein bisschen anstrengt, war das bei mir sofort, dann kamen die ganzen Brocken. Also es ist alles weg, Gott sei Dank. Grauslige Medizin, aber offensichtlich doch hilfreiche. Ja, aber richtig schlimm. Ich meine, das jagt einem ja auch Angst an. Wenn es Mukoviszidose gewesen wäre, ist ja eine ganz schlimme Krankheit. Ja, aber das hat sich herausgestellt, dass auch da die meisten Patienten die größten Probleme letztlich, eben wenn sie in Kombination mit diesem Bakterium erkranken haben. Und deshalb kam man dann drauf und sagt, das könnte es sein. Und also Gott sei Dank ist es weg. Die Alternative wäre ein Krankenhausaufenthalt gewesen. Und
wer weiß, welchen anderen Keim man sich dann da wieder einfängt. Drum habe ich gesagt, ich mache das zu Hause und das wird schon irgendwie klappen. Mhm. Es hat geklappt. Ja, Gott sei Dank. Also, aber dann ist man, sind Sie bestimmt in Zukunft mit Krankenhaus, das Wort Krankenhaus löst bei Ihnen dann wahrscheinlich gleich Schweißausbrüche. Ja, Schweißausbrüche. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Und ich weiß ja auch gar nicht, wo ich es her habe. Das reicht eine Türklinke oder eine Begegnung im Zug oder im Flieger oder was auch immer. Das ist ja, wie wir jetzt alle durch die Covid-Pandemie wissen, geht das ja rasend schnell, wie das von einem zum anderen übertragen wird, ohne dass man es wirklich mitbekommt. Ja, und wenn Sie dann so einen großen Auftritt vor sich haben, wir gucken gleich rein, dieses Nessun Dorma, also in der Arena di Verona, es wurde auch vom Fernsehen übertragen, ist dann, wenn man sowas hinter sich hat, ist man dann nervöser oder steht Ihnen das dann mehr bevor als früher? Schon, also das war jetzt noch in der Anfangsphase, da sprechen wir jetzt von, na, vielleicht 3 Wochen, 2,5 Wochen nach Ende der Therapie. Und das war natürlich eine Phase, in der ich unsicher war und in der auch etwas, was ich eben über die Jahrzehnte versucht habe, immer zu vermeiden, passiert ist, dass man eben jetzt ein halbes Jahr lang gesungen hat und immer wieder diese Probleme hatte. Und natürlich kommt der Kopf dazu und man denkt nach und sagt, woran liegt's? Machst du selber was falsch? Singst du dich falsch ein? Isst du falsche Sachen? Es gibt ja alles Mögliche. Es könnte eine Lebensmittelallergie sein oder irgendeine Unverträglichkeit auf irgendetwas. Oder eben ein stimmliches Problem oder ein technisches Problem, dass ich plötzlich mir was gewöhnt habe, was einfach kontraproduktiv für Singen ist. Mhm. Und all das geht einem natürlich durch den Kopf. Und wenn man dann da vor den, ich weiß nicht, 15.000, 20.000 Menschen steht, muss man schon einmal mehr schlucken als normal. Kriegen Sie selbst eigentlich, dann werden Sie singen, dabei auch noch eine Kinder Also ich muss zugeben, dieses Stück ist eines der wenigen Stücke, die auch bei uns Sängern oder bei mir zumindest immer wieder das hervorruft, dass man wirklich, also diese Musik ist, weiß ich, was der gemacht hat, der Puccini, diese paar läppischen Töne, die er da hintereinander gereiht hat und die so unglaublich triggern und jeden, egal wie unbeleckt er mit der Materie ist, doch immer wieder vom Sessel reißen. Das ist schon toll. Aber ich habe es sehr geschmutzelt. Es war ein irrsinnig heißer Abend und das war, glaube ich, die dritte oder vierte Zugabe nach vielen, vielen, vielen Stunden gefühlt und nach vielen Hemdenwechseln und allem, weil es war so unfassbar heiß. Mitternacht, kurz vor Mitternacht war es vorbei und es waren immer noch 30 Grad. Sagen. Also das ist brutal. Glaube ich. Aber ich habe jetzt einen neuen Titel. Zumindest meine Frau, die auch in dem Konzert saß, hat gesagt, du, weißt du was, Gladiator ist das neue Nessun Dorma. Das ist unglaublich, es ist auch sehr schwer, keine Frage, aber das reißt die Leute förmlich vom Stuhl. Also das ist das erste Mal, dass ich ein Stück gefunden habe, was einen ähnlichen Effekt auf eine Masse sozusagen an Publikum hat. Das ist wirklich toll. Ja, haben Sie also nicht mal dafür auch mal 40 Minuten lang Applaus bekommen oder Standing Ovations irgendwo? War das nicht auch Nessun Dorma? Ja, nein, Nessun Dorma, der erste Ausschnitt, den wir vorhin gesehen haben, das ist das Nessun Dorma aus der Scala gewesen, könnte zumindest sein. Ich hab in der Scala di Milano mal ein Konzert Puccini gewidmet und habe dann am Ende von 40 Minuten Applaus und allen möglichen Zugaben, natürlich war Nessun Dorma die erste Zugabe, dann als siebte Zugabe nochmal Nessun Dorma gesungen. Und habe dann allerdings gebeten, die Fliege wenigstens abzutun und habe mich dann versungen, habe also plötzlich einen falschen Text gesungen und das Publikum hat so gelacht und war so gelöst, so nach dem Motto, er ist doch ein Mensch, nach so vielen Stunden Arbeit stellen wir fest, es ist doch kein Roboter, er irrt sich. Ja, faszinierend. Sie können so toll erzählen. Ich hab gelesen, dass Sie Yoga machen. Kann man auch Atem-Yoga? Gibt es Yoga-Übungen speziell fürs Atmen? Ja, aber grundsätzlich ist ja beim Yoga Atmung auch immer sozusagen mit Teil. Also jede Übung wird mit Einatmen oder Anhalten oder Ausatmen gemacht. Und diese Kombination ist wichtig. Und das ist auch das, was mich beim Yoga immer fasziniert hat, weil man da eben die sogenannte Atemhilfsmuskulatur, also alles, was da zum Ein- und Ausatmen gehört, mit trainiert und mit aufwärmt, bevor man dann sich
ins Getümmel stürzt. Ja. Das ist richtig. Ja, das mache ich auch. Also Atmen ist natürlich jetzt unser Thema, denn richtig atmen ist ja beim Singen wichtig, aber auch im Leben ganz allgemein. Ob wir jetzt tief und ruhig atmen oder nur gestresst japsen, das hat Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und auf unsere Gesundheit. Deshalb kann man mit Atemübungen gar nicht früh genug anfangen. Sie haben so eine, auch eine spezielle Atemübung, unter der ich mir gar nichts vorstellen konnte, als ich es gelesen habe, in die Hand atmen. Wie genau funktioniert das? Naja, das ist eigentlich keine Atemübung in dem Sinne. Also es hilft auch der Koordination des Zwerchfells. Aber was man da ja gesehen hat zum Beispiel, ist ja dieses gleichmäßige Ein- und Ausatmen. Dass man eben also nicht ruckartig und schwungvoll das macht, sondern dass es eben wirklich so einen ganz gleichmäßigen Strom gibt. Und das ist beim Singen auch extrem wichtig. Weil ich will ja einen Ton möglichst gleichmäßig halten. Und auch wenn 3, 4, 5 Töne, wie viele auch immer, auf einem Atem gesungen werden, sollten die ja ähnlich klingen. Und das funktioniert nur, wenn das immer weiter läuft. Wenn man also nicht unterbricht durch Konsonanten, sondern wenn das einfach läuft. Und da gibt es eine Übung, dass man in die Hand hineinsingt sozusagen. Also ich halte die Hand einfach vor dem Mund, mache den offenen Mund, schließe den mit der Hand und kann dann und in Wirklichkeit singe ich also so laut, aber hat 20 verschiedene Wirkungen. Unter anderem kann ich sozusagen mich einsingen, ohne dass es die anderen stört im Nachbarzimmer. Ich kann mich nicht selbst hören, weil ich mich nicht sozusagen dann nicht kontrollieren und manipulieren kann. Ich kann also der Stimme einfach ihre Ruhe lassen, weil die Tonhöhe, die höre ich ja. Aber ob das jetzt sehr laut ist, ob das leise ist, ob das sozusagen knackiger Ton ist oder ob da viel Schleim drauf ist, ist völlig egal. Das merke ich ja nicht. Ah, das ist interessant. Und durch diesen Druck der Hand gibt es einen bestimmten Bereich von Luftdruck, positiven Luftdruck aus der Lunge, in dem das funktioniert. Wenn ich also zu viel Luftdruck gebe, dann platzt mir das auf, dann kann ich das nicht mehr halten, weil die Lunge ist sehr stark. Mhm. Und wenn ich zu wenig gebe, dann kommt kein Ton. Also dann, ne, wenn ich nicht genug Schwung habe, dann funktioniert das nicht. Und auf die Weise kann man auch ganze Lieder, ganze Arien, ganze Partien sozusagen probieren. Natürlich macht man das normalerweise mit Skalen, also mit Übungen rauf und runter und ist danach unglaublich entspannt. Macht den Mund auf und denkt, nanu, so einfach geht das. Und dann, wenn man eben gerade so eine Stelle hat, wir haben vorhin von Psychologie gesprochen, wo man immer Angst davor hat und dann wahrscheinlich 20, 30 falsche Sachen macht, um ganz sicher zu sein, diesen Ton zu bekommen, und macht das oft genug mit der Hand davor, dann ist dieses sogenannte Muscle Memory, also dann merken sich die Muskeln, wie das funktioniert, und ohne groß darüber nachzudenken, plötzlich geht's. Mhm. Das ist wie so ein Schlüsselerlebnis. Das habe ich schon bei ganz vielen Sängern probiert, die alle sagen, faszinierend. Ja, das ist total spannend. Sie haben ein sehr schönes neues Projekt, neue Platte, The Sound of Movies, lauter Filmmusik aus den unterschiedlichsten Bereichen, ganz unterschiedliche Arten von Filmen, weil Sie ein Filmfanatiker sind oder ein leidenschaftlicher Kinogänger. Wie ist das entstanden? Ja, also beides. Ich meine, erstens bin ich wirklich ein leidenschaftlicher Kinogänger und ich gebe zu, in den letzten Jahren mit kleinem Kind ist das zurückgegangen. Vorher bin ich sehr viel gereist, in USA beispielsweise oder in Australien, in Südamerika, überall gewesen und sehr, sehr weit von zu Hause entfernt. Und dann versucht man sich halt zu unterhalten und das oft noch, bevor es irgendwie Skype und Teams und wie sie alle hießen gab. Und die Telefonkosten waren auch eher horrend, zurück nach Europa. Und der Zeitunterschied und alles kommt da zusammen. Japan nicht zu vergessen oder China. Und dann gab es für mich Museen und Kino. Weil ich liebe Musik, aber im Konzertsaal kann ich nicht entspannen. Ich schaue die ganze Zeit sozusagen hinter die Kulissen. Ich kann so, nicht, Profiblick ist das. Ja, man kann einfach nicht zurücklehnen und sagen, ah, wunderbar, ich genieße das. Also man spürt, man sagt, ah, da haben die Geigen ein bisschen gepatzt, hier hat der, da das. Das ist einfach, kann man schwer abschalten. Und beim Kino bin ich mir sicher, das ist durch 100 Instanzen gelaufen, die haben alles kontrolliert. Da kann ich mich wirklich zurücklehnen. Und dazu kommt natürlich, Musik ist im Kino einfach extrem wichtig, ist letztlich für mich von der emotionalen Intensität der Nachfolger der Oper. Die Oper hat sich über die Operette entwickelt, dann ist das Musical daraus entstanden und eigentlich hat dann die Oper spätestens ab dem Zweiten Weltkrieg sein Publikum verloren. Also die beiden
Das Massenpublikum ist abgewandert, mhm, und nur noch die Liebhaber sind zurückgeblieben. Und viele Komponisten haben das auch gespürt und sind dann eben mit Sack und Pack in Richtung Kino gegangen und dürfen dort auf der großen Orgel der Emotionen spielen, müssen das sogar. Etwas, was im Opernbereich bei moderner Musik letztlich verpönt ist. Man darf ja nicht für den Sentiment, für das Gefühl spielen, sondern das muss ja irgendwie was mathematisch Genaues, was Kaltes, was Analytisches haben. Zumindest habe ich als Konsument in dem Fall den Eindruck. Und da ist es letztlich naheliegend, diese wahnsinnigen Melodien, die jeder wahrscheinlich die eine oder andere im Ohr hat und die eine oder andere Träne verdrückt hat, zu nehmen und daraus ein Album zu machen. Ja, das meiste kennt man, wenn man sich reinhört. Ich erinnere mich, dass Sie beim letzten Mal, also Sie haben jetzt erzählt, Sie gehen gerne ins Kino, klar, aber beim letzten Mal mussten Sie hier irgendwas handwerken, weil Sie so wahnsinnig handwerklich begabt sind. Ist das immer, haben Sie immer noch Zeit dafür, so Sachen selber zu machen? Ich habe immer noch Zeit dafür, oder ich nehme mir die Zeit dafür. Es gibt einfach ganz viele Projekte, die so nebenbei passieren. Viele Reparaturarbeiten an den verschiedenen Wohnungen und Häusern finden einfach en passant statt. Mal schnell hier etwas neu programmieren, mal schnell da was neu zusammenbauen also das ist immer noch ein mir sehr am Herzen liegendes, spaßbringendes Hobby, muss ich sagen. Und die anderen Leute profitieren auch davon, weil ihre Sachen werden repariert. Aber es geht nicht mehr so weit, dass Sie irgendwie eine Bohrmaschine dabei haben, wenn Sie im Hotel sind, dass Sie da mal schnell die Dusche reparieren können. Nee, so weit geht es nicht mehr. Ich habe also wirklich aufgegeben. Ich habe einen so Multifunktionsmesser eigentlich immer dabei, im Gepäck, also nicht im Handgepäck natürlich, um sozusagen das Nötigste zu reparieren. Aber es gibt zum Beispiel, ich gehe jetzt nach New York. In New York kenne ich eigentlich alle einschlägigen Tool-Stores, weil ich da überall schon mal war, um irgendwelche Sachen zu besorgen. Es wird wahrscheinlich diesmal nicht anders sein. Sie haben ja damals in München Ihr Haus komplett selbst geplant, mhm, und alles genau entschieden, wie was werden soll. Ist das jetzt in Salzburg wieder so oder sind Sie da in was Fertiges? Nein, ich bin sozusagen in ein gemachtes Nest gezogen, habe es natürlich nach meinen Ideen oder unseren Ideen umgebaut und verändert, aber es war grundsätzlich so, ich habe das im Exposé gesehen, wie so viele, viele andere. Wir haben sehr lange gesucht gehabt und wir waren uns eigentlich einig, das ist es nicht. Aber jetzt sind wir in der Nähe, jetzt haben wir den Termin ausgemacht, jetzt gehen wir da mal hin. Und wir sind reingekommen und haben uns angeschaut und haben gesagt, das ist unseres. Das gibt's ja nicht. Also an den Bildern gar nicht. Ja. Aber in dem Moment, wo wir da drin waren, haben wir gesagt, da will ich wohnen. Also da war was so, in der Luft, boom. Lag was in ja, der Luft. Keine Ahnung, hat irgendwie gepasst. Ja. Warum haben Sie sich Salzburg ausgesucht jetzt als Wohnort? Meine Frau ist im Jahr 2000 nach Wien gezogen und hat seitdem dort gelebt. Und wir haben sozusagen die ganze Zeit, seit ich mit ihr zusammen bin, gependelt. Immer zwischen der Nähe von München und Wien. Und das ist schon ganz schön lang und mühsam. Und man hat dann ständig irgendwie die einen Sachen da, die anderen Sachen dort. Und die großen Kinder, die eben immer noch in der Nähe von München leben, haben sich eigentlich so weit nicht getraut bis nach Wien. Es ist dann doch nichts, wo man sagt, da komme ich jetzt mal schnell spontan in den Tag. Und da war uns klar, wir müssen das irgendwie ändern. Und Salzburg ist jetzt sozusagen die goldene Mitte. Ist die Stadt der kurzen Wege, ist ein wahnsinnig schöner Ort. Ich glaube, jeder, der Salzburg kennt, hat so ein paar Bilder im Kopf. Ja, sehr schön. Die Berge direkt dahinter. Die Stadt mit den vielen Kirchen, mit der vielen Kultur natürlich auch. Aber es ist eine verhältnismäßig kleine Stadt, die alles bietet. Also man ist in 20 Minuten vom einen Extremende zum anderen Extremende durchgefahren und hat alles, was man braucht, vor der Tür. Und das ist wirklich faszinierend, weil also ich glaube, Hamburgern brauchen wir das nicht zu erklären, wie schön das wäre, wenn man quasi ohne Stau in 20 Minuten durch die Stadt käme. Ne? Also das ist wirklich, wirklich toll und also eine unglaublich tolle Lebensqualität. Ich wohne jetzt nicht genau im Stadtzentrum, weil ich glaube, das wäre während der Festspielzeit für mich nicht einfach, da die Nase rauszustecken und schon von Fans erkannt zu werden. Ja. Aber es war wirklich die richtige Entscheidung und wir sind sehr glücklich. Da spricht der begeisterte Salzburger. Ich wünsche Ihnen alles Gute und noch ganz herzlichen Dank nochmal, Jonas. Ich danke sehr.